Die Fed Fake Pivot Rally hat gestern einen ersten schweren Schlag erlitten und die nächsten dürften bald folgen, denn eins ist wahrscheinlich, nämlich Dollarstärke voraus, Renditeanstiege voraus und es gibt ein riesen Gap, eine riesen Lücke zwischen der Stimmung einerseits, die immer noch sehr euphorisch ist auf der einen Seite und den Fakten, die not so euphorisch sind, die also deutlich schlechter sind als derzeit die Stimmung und ein koreanischer Tech-Gigant, nämlich Samsung, hat das heute klar auf den Punkt gebracht. Die Nachfrage bricht ein und dennoch ist das, was wir in den letzten Tagen gesehen haben, vor allem Tech-Werte, vor allem Halbleiter-Werte sind durch die Decke geschossen. Die Differenz zwischen der Kursentwicklung und den Fakten könnte größer nicht sein und irgendwann schließen sich eben solche Lücken zwischen Fakten und Stimmungen, die so ein bisschen aus dem Ruder laufen, weil man glaubt, man lebt in der besten aller Welten, Soft Landing der Wirtschaft, aber die Fed wird dennoch umsteuern. Alles wird gut, beruhigt euch, legt euch wieder hin, als würden die Zinsen bereits sinken, was nicht der Fall ist. Und genau das ist dieses Gap, diese Lücke, die geschlossen werden muss. Und das könnte für die einen oder anderen relativ schmerzhaft sein, zumal jetzt alle auch wirklich schön an Bord sind und in diesen Markt reingesogen wurden. Hier Ultra Short Term Momo Chasing, das haben wir gesehen, vor allem im Optionsbereich, haben wir in so vielen Bereichen gesehen, Meme-Aktien gestiegen, Optionen, Volumina massiv gestiegen, ganz kurzfristige Optionen, die in den nächsten 6 Stunden verfallen, extreme Spekulation, dort das Volumen auf Allzeithoch. Wo auch immer man guckte, es ist extrem spekulatives Kapital am Start gewesen. Es ist ein Short Covering am Start gewesen. Das hat diese Rallye letztendlich maßgeblich befeuert. Dann unterinvestierte Investoren, die dann mit müssen bei dieser Rallye. Und so kommt etwas zustande. Aber alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei und diese Rallye hat auch ein Ende. Und rein logisch ist es ja so, es ist so, dass wir jetzt in einer Zinsanhebungsphase sind. Die Zinsen sind so hoch wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Dennoch geht man davon aus, dass wir irgendwie dann so ein Soft Landing haben. Die Notenbanken heben die Zinsen an in eine sich bereits abkühlende Wirtschaft. Und man geht davon aus, ja, das wird schon alles gut gehen. Aber das ist, wie Haas hier sagte, wie ohne Fallschirm aus einem Flugzeug zu springen. Und genau das ist der Fall. Hier sehen wir mal Retail Trading bei Goldman Sachs oder erfasst von Goldman Sachs, war nur im August noch extremer. August, da war doch was, da war doch diese Super Rally. Da waren ähnlich viele Kommentare auf meine Videos. Stonks always go up. Fugmann, du idiotischer Dauerbär, ist doch alles Quatsch, was du erzählst. Und jedes Mal wiederholt sich die Geschichte. Jedes Mal, wenn wir eine solche Euphorie haben, wenn der Bullenmarkt ausgerufen wird, alle letztendlich dann an Bord sind, dann passiert genau das Gegenteil. Die gestrige Entwicklung zum Beispiel zeigt oder die Entwicklung der letzten Tage zeigt, dass die Fed Terminal Rate Expectations immer weiter nach oben gegangen sind. Normalerweise widerspricht das ja komplett Kursanstiegen, denn die Märkte preisen praktisch ein, dass die Zinsen doch höher steigen werden und das kann eigentlich den Märkten nicht gefallen. Aber wir sehen, es ist so dieser Unterschied und diese Differenz zwischen Stimmung und Fakten. Das gilt dann für solche Meme-Aktien wie Bed Bath & Beyond. Die ist im August letzten Jahres, als wir diese Fed Fake Pivot Rally schon mal hatten, der Jay Powell dann mit seiner Rede in Jackson Hole den gar ausgemacht hat. Da ist diese Aktie, die absolut Junk ist, auf $30 gestiegen. Das Unternehmen war damals schon mehr oder weniger platt. Jetzt ist es offiziell platt. Man wird im Laufe dieser Woche wohl Chapter 11 anmelden, also Gläubigerschutz anmelden. Justament Bed Bath & Beyond, diese Aktie, jetzt auch vor wenigen Tagen nochmal über $6 gestiegen, also hat sich mehr als verdreifacht. Das zeigt so ein bisschen, was da eigentlich los ist und das gilt auch für meine zweitbeste Freundin, Cathie Wood, die einen super Monat hatte. Ich glaube, knapp 30% ist ihr glorreicher ARK Innovation gestiegen, nachdem er vorher 5.723% gefallen war. Erinnern wir uns genau, oder vor einem Jahr, 27. Januar oder kurz nach 27. Januar hatte Cathie Wood damals schon den Boden für die Aktienmärkte ausgerufen. Naja, ganz der Boden war es nicht gewesen, es war der Beginn letztendlich des Bärenmarktes, der eben durch diesen monetären Klimawandel ausgelöst ist. Die Zinsen steigen, Liquidität wird entzogen.
Und jetzt erleben wir also, dass praktisch die maßgeblichen Verlierer des Jahres 2022 in so einer Art Gegenreaktion wieder nach oben gespült wurden. Wir haben ARK Innovation, wir haben die Meme-Aktien, wir haben all das ja alles schon mal gesehen. Ist eine ganz ähnliche Dynamik wie im Januar 2001. Da war es auch so, dass viele Werte verprügelt wurden, hatten 31% verloren, haben dann im Januar 2001, also im Jahr 2000, 31% verloren, dann im Januar 2001 17% gewonnen. Jetzt haben wir 37% bei diesen Laggards, bei diesen Nachzüglern ist der Verlust, und wir haben 15% zugelegt. Das zeigt so ein bisschen, wie der Wind hier geweht hat. Allerdings, 2001 war es so, dass es dann im Februar um 15% für diese Werte nach unten ging. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sich Ähnliches wiederholt. Wir haben hier rechts mal den Chart des Nasdaq 2001, 1999 und 2023. 2001 war noch euphorischer zu Beginn des Jahres, und wir wissen, wie genial es dann endete. Gestern hat der Nasdaq 100 seinen schlechtesten Tag seit Weihnachten gehabt, seit dem 22. Dezember. Und heute Nacht, wie schon erwähnt, Samsung, man sagt, the smartphone market demand to contract due to persistent macroeconomic conditions. Also die makroökonomischen Dinge, die laufen nicht so richtig gut. Nachfrage sinkt, gleichwohl sind eben diese Halbleiterwerte massiv gestiegen, aber gestern nicht. Samsung jetzt 3,5% im Minus in Seoul. Gestern eine Apple, eine Microsoft, eine Google, eine Amazon, eine Tesla vor allem massiv unter Druck gewesen. Wird sich dies heute fortsetzen? Schauen wir uns nochmal kurz Samsung an. Hier sehen wir, dass Profit ist um 97% gefallen. Klar. Das ist natürlich in letzter Zeit auch sehr, sehr gut gelaufen, aber schauen Sie mal diese obere Grafik an. Hier sehen wir die Chipproduktion in Südkorea, und hier sehen wir den langfristigen Aufwärtstrend dieser Chipproduktion, aber das ist meilenweit entfernt von diesem Aufwärtstrend. Wir haben also viel Nachfrage praktisch schon vorgezogen, dann hast du hinten raus ein Loch bei dieser Nachfrage, und genau das passiert jetzt, und in dieser Zeit steigen diese Halbleiterwerte wie Nvidia, wie sie alle heißen, die schießen in den Himmel. Macht das Sinn? Nein, das macht keinen Sinn, meine Damen und Herren. Sinn macht allerdings, dass wir gestern den Nasdaq am schwächsten gesehen haben, knapp 2%. Wir haben gesehen, dass der VIX über 7% gestiegen ist. Wir haben gesehen, dass diese Rallye, respektive diese Gegenrallye nach unten, sage ich einmal, gell, dass die praktisch relativ logisch funktioniert, denn wir haben defensive Sektoren, die am wenigsten schlecht sind, Consumer Staples, Utilities, vorne und hinten in Consumer Discretionary, also sowas wie Tesla, gell, Technology und Energy. Marco Kolanovic, der inzwischen ein echt bester Freund von mir ist, hat gesagt, we believe investors should fade the year-to-date rally as recession risks are merely postponed rather than diminished. Die sind nur verschoben, aber kommen tun sie trotzdem. Hier sehen wir jetzt noch eine andere Realitätslücke zwischen den Märkten und den Notenbanken. Die Märkte gehen davon aus, ja, die Notenbanken, die werden ja dann 23 schon ganz flugs wieder die Zinsen senken. Jetzt hier Nick Timiraos, der Fed Whisperer, das Mouthpiece der Fed, mit einem Tweet, in dem er sagt, also hier, das Research der Fed, wenn man so übersetzen will, hat ihren Wirtschaftsausblick geändert und gesagt, die Inflation wird dauerhafter sein. Das sei ein sehr bedeutsamer Schritt, sagt Riccardo Trezzi, ein vorheriger Fed-Ökonom. The staff is telling the committee, you cannot give up now. Und das dürfte Jerome Powell bestärken. Also das ist, wenn man so will, eine Warnung. Der Jerome, der wird wahrscheinlich am Mittwoch jetzt nicht so dovisch auftreten. Jetzt hier zum Beispiel eben ein Top-Bond-Fund, der am besten performt hat in diesem Sektor, also ein Fonds, der aus Anleihen oder der Anleihen handelt,
Der sagt jetzt, die Märkte sind viel zu optimistisch in Sachen Notenbanken. Die haben praktisch eine dovische Fette bereits eingepreist. Das hat man ja an der Rallye unter anderem bei Anleihen gesehen, bei Aktien gesehen. Da ist eben dieser Pivot letztendlich bereits eingepreist und der wird nicht kommen. Je mehr die Märkte diesen Pivot einpreisen, umso weniger wird er kommen. Und jetzt der Jerome, natürlich vor der Pressekonferenz am Mittwoch in einer echt schwierigen Situation. Würde er die Zinsen nicht anheben, Glaubwürdigkeit komplett weg. Wenn er die Zinsen um 25 Basispunkte anhebt, könnten sich die Financial Conditions weiter laxer gestalten, noch laxer gestalten, auch schlecht, wäre dann auch schlecht für die Glaubwürdigkeit, wie Sven Hendrik zeigt. Wenn man jetzt 50 Basispunkte anhebt, dann würde man eigentlich entgegen dem agieren, was man vorher signalisiert hat durch viele Fed-Speaker, würde auch Glaubwürdigkeit kosten. Also dürfte der Weg sein, 25 Basispunkte, also 0,25% Zinsanhebung und dann so hawkischer Trash-Talk. Das würde ich hier auch vermuten, aber das ist eben das Dilemma. Wenn die Fed das nicht macht, dann bekommst du steigende Rohstoffpreise, du bekommst fallende Dollar, du bekommst dauerhafte Inflation. Und das ist etwas, was die Fed nicht haben will. Deswegen, meine Damen und Herren, Bear Market don't end until Fed comes to the rescue. Aber die kommt nicht to the rescue, das kann sie sich nicht leisten, jetzt die Märkte zu retten. Deswegen ist der eine oder andere dabei, jetzt vielleicht zu verkaufen. Und ja, also entweder ist das so, dass dieser Fed Pivot wirklich kommt, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, oder der Fed Pivot kommt nicht. Dann haben wir die größte Bullenfalle wahrscheinlich in der Geschichte der Märkte. Wir sehen zum Beispiel, ein Elon Musk sagt, ja, die Fed could crush the value of the entire stock market. Ja, vor allem von seiner Tesla-Aktie könnte die Fed so ein bisschen Luft rauslassen mit ihrer Politik. Wenn wir uns mal dieses gigantische Aufblähen der Vermögenspreise auch bei vielen Aktien, vor allem in den USA, anschauen, dann wäre das vielleicht mal gesund, dass man da ein bisschen Luft rauslässt. Dem Ilono gefällt das natürlich nicht, gell? Er lebt ja ein Stück weit von dieser Blase. Das macht ihn reich, damit kann er dann soziale Netzwerke kaufen. Alf betont hier nochmal, also wahrscheinlich wird die Kerninflation jetzt mal auf die Eurozone bezogen bei 5% oder höher sein. Gleichzeitig denken die Märkte, die EZB wird die Zinsen maximal bis 3,5% anheben. Da ist ein Gap. Die Erfahrung zeigt, dass Notenbanken, wenn sie die Inflation wirklich besiegen wollen, eben die Zinsen über die Inflationsrate anheben müssen. Und wir werden jetzt in Europa wieder steigende Inflationszahlen aus dem Januar sehen. Heute sollten ja die deutschen Inflationszahlen veröffentlicht werden. Irgendwie gab es da technische Panik, gell? Und das ist so Berliner Flughafen, Deutsche Bahn, jetzt auch das Statistische Bundesamt. Die sind also ganz eng jetzt miteinander und sehr erfolgreich. Aber schauen wir uns nochmal, oder gehen wir zurück zu den Märkten. Dollar-Index sehen wir jetzt, erster Ausbruchsversuch. Das sieht bullonisch aus für den Dollar und Dollarstärke ist nicht so gut für die Märkte. Es sieht sehr bullisch aus mit positiver Divergenz für die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Viele spricht also für eine Stärke des Dollars, für weiter steigenden Renditen und das ist in der Summe eben jetzt nicht das Traumszenario für die Aktienmärkte. Wir sehen Nasdaq Bullish Percentage Index immer noch ganz, ganz oben. Ich habe da so einen Pfeil reingekünstelt, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich das mal an. Also wir sind nach wie vor, trotz des gestrigen Rückgangs, massiv überkauft im mittelfristigen Zeitfenster. Unten sehen wir den VIX, der seine Trendlinie unten gehalten hat und genau an die Begrenzung, obere Begrenzung dieser Trendlinie gestiegen ist. Dann kommt vielleicht nochmal ein Rücksetzer beim VIX und dann der nächste Schwung nach oben, so würde ich vermuten. Aber eines sollten die Bären bedenken, meine Damen und Herren. Jim Cramer hat gestern gesagt, dass seine Gruppe der Fangtech-Aktien ihre Magie verloren haben. Hier sehen Sie mal den Ordner bei CNBC auf dem Rechner, wo Jim Cramers Gewinntrades drin sind. This folder is empty. Schauen wir uns jetzt mal den S&P 500 an, meine Damen und Herren. Hier sehen wir diese negative Divergenz oben im RSI. Wir sind oben an die Trendkanalbegrenzung angestiegen. Dann jetzt der Rücksetzer. Wenn das jetzt weitergeht, hätten wir bei 3950 eine maßgebliche Unterstützung. Da könnte dann die Gegenbewegung nach oben wieder einsetzen mit der nächsten Hoffnungsrallye, bevor dann der nächste Schlag nach unten kommt. Wir sehen den S&P 500 jetzt wieder
zurück in diesen Trendkanal, der ja bejubelt wurde, dessen Verlassen ja schon siegessicher bejubelt wurde. Mike Wilson von Morgan Stanley hat jetzt nochmal darauf hingewiesen, dass diese Rallye im Widerspruch steht, eigentlich zur Liquiditätssituation an den Märkten. Unten sehen wir die Positionierung vor allem der amerikanischen Vermögensverwalter extrem hoch. Kommen wir nach China, meine Damen und Herren. Da ist ein Sack Reis umgefallen und es gab die Manufacturing-Daten. Die waren noch besser als erwartet. Ist klar, es läuft Bombe in China. Die Industrieprofite allerdings nicht so toll. Also ganz großartige Zahlen, meine Damen und Herren. However, Alibaba allerdings 28 Milliarden jetzt an Marktkapitalisierung verloren. Das war ja eine Mega-Monster-Rallye von chinesischen Aktien. Die dürfte jetzt sich so ein bisschen auch wieder der Realität anpassen. Und das wird wohl auch Simon Betschinger machen müssen. Der sagt, die Wachstumsprognosen für China werden Woche für Woche nach oben revidiert. Bla bla. Die Stärke der Aktienmärkte ist auf das China-Opening zurückzuführen. Das war sicherlich auch ein Motiv, nämlich diese Hoffnung, wow, da kommt jetzt wieder Schwung in die Weltwirtschaft. Aber mein Kollege Doye Anderson hat in einem Artikel gezeigt, warum schwere Zeiten voraus sind, warum diese Erholung nicht so funktioniert, wie sich der Westen das vorstellt. Dazu muss man eben die Verhältnisse in China kennen und die kennt er, weil er dort unmittelbar vor Ort eben das aus Anschauung kennt. Wenn wir noch nach Deutschland kommen, Einzelhandel in Deutschland hat real 0,6% weniger umgesetzt, wie heute gemeldet wurde. Gestern hatten wir ja die deutschen BIP-Zahlen, die überraschenderweise negativ waren, weil eben der Konsum zurückgeht. Warum geht der Konsum zurück? Wegen der Inflation. Und das ist auch genau das Thema natürlich in den USA. Mehr als ein Drittel der Leute müssen letztendlich ihre Kreditkarte in Anspruch nehmen, um sich die teuren Preise überhaupt noch leisten zu können. Über 10% leihen sich Geld von Freunden oder Verwandten, um das noch zu können. Also praktisch die Hälfte der Amerikaner kann sich das gar nicht mehr leisten. Irgendwann ist auch die Kreditkarte ausgereizt, dann ist finito, dann geht der Konsum nach unten. Samsung hat das gezeigt, aber die Stimmung ist hervorragend, der neue Bullenmarkt beginnt. Herzlichen Glückwunsch zu dieser genialen Schlussfolgerung, meine Damen und Herren. Abschließend zwei Hinweise. Der nächste Schub droht der Weltwirtschaft aus China in Sachen Inflation. Mal angucken, erste Empfehlung, zweite Empfehlung, der Ausbruch aus der Seitwärtsrange beim DAX rückt näher. Der DAX ja schon jetzt Wochen gefühlt in einer Seitwärtsrange, so knapp unter 15.000 bis 15.200, ein paar zerquetschte. Wenn da ein Ausbruch kommt, dann wird er heftig und ich habe eine Ahnung, wohin der kommen wird, dieser Ausbruch. Aber das erzähle ich Ihnen vielleicht beim nächsten Video und sage jetzt Servus und Ciao.